Herzlich willkommen zum Vadin Tutorial Backend meets Frontend. Das Repository für diesen Screencast ist auf GitHub zu finden. Die URL wird am Ende eingeblendet und steht unter der Apache-Lizenz für Eigenexperimente zur Verfügung. Bei Fragen und Anregungen kann ich per Twitter erreicht werden unter @SvenRuppert oder klassisch per E-Mail unter sven@vadin.com. In diesem Teil werden wir eine minimale Vadin-Anwendung erstellen. Verwendet werden hierfür Maven, Java 8, Wildfly Swarm und Vadin 8. Wir werden jetzt mal eben schauen, wo es all diese Komponenten gibt und wie man da dran kommt. Dazu nehmen wir uns jetzt mal den Firefox und fangen an mit Wildfly Swarm. Wildfly Swarm ist sowas wie Spring Boot, basierend auf dem Undertow. Man hat also den Wildfly an sich, den EE-Server, in einzelne Komponenten zerteilt, die man dann partiell für seine Anwendung zusammenbauen kann. Wir werden heute nur den Undertow benutzen, weil mehr als ein Servlet-Container benötigen wir nicht. Das Ganze ist zu finden unter wildfly-swarm.io. Dort findet man dann auch die Doku, die notwendig ist, um in einem Maven-Projekt zu beginnen. Zum Beispiel haben wir das Dependency Management, um die richtigen Versionsdefinitionen hinzuzubekommen, oder aber auch das Plugin, mit dem man dann den Wildfly starten und stoppen kann. Also was. All das ist hier recht ausführlich beschrieben. Es lohnt sich ein Blick dorthin. Und als nächstes möchte ich zum Beispiel noch, was ich gar nicht erwähnt hatte gerade, okay, HTTP erwähnen. Dieses brauchen wir auch ebenfalls unter GitHub zu erreichen, um die Client-Seite abzubilden. Also hier die Möglichkeit, HTTP und HTTP2 Client-Anfragen an einen Server zu stellen, von Android oder Java aus. Das werden wir nutzen, um Tests zu schreiben. Und dann haben wir natürlich auch noch Vadin. Vadin selber ist unter der Webseite vadin.com zu erreichen. Wenn wir uns hier anschauen auf der Produktseite, werden wir uns heute ausschließlich mit dem Framework beschäftigen. Wenn man weitere Informationen zu anderen Teilen hat, die wir auch noch später in Teilen bearbeiten werden, dann kann man von hier aus loslaufen. Die Dokumentation zu Vadin findet man unter Docs. Und auch hier sollte man beachten, welche Version man nimmt. Wir werden hier also mit Vadin 8 arbeiten. Später werden wir uns mit Vadin 10 beschäftigen. Und dann ist die Dokumentation aufgebaut in einzelne Teilsegmente, die sich mit den einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel dem Designer oder Testbench, beschäftigen. Wir werden uns mit dem Framework beschäftigen. Das Framework selber hat dann hier eben die Unterteilung. Und wenn ich etwas suche, wie zum Beispiel später den Button, dann kann ich hier mit der Volltextsuche eben dorthin navigieren. Und siehe da, ich komme dann zu den entsprechenden Dokumentationsteilen. Hier kann ich dann Quelltextbeispiele sehen, aber das machen wir gleich noch alles. Das Repository an sich, werde ich schon mal vorweg verraten, ist unter Java Publications zu finden, Vadin-003 Hello World 01. Wie man unschwer an dieser Nummerierung erkennen kann, werden hier noch ziemlich viele Teile folgen. Okay. Schauen wir uns also an, wie wir das in Maven definieren. Wir werden als erstes hingehen und das Ganze auf Java 1.8 definieren. Natürlich sollte auch ein entsprechendes JDK verwendet werden. Und wir definieren Source Code, Encoding und Output mit UTF-8, sodass wir also keine Unterschiede oder keine Probleme zwischen Windows, Linux, OS X und sonst was haben. Als Vadin benutzen wir hier in diesem Screencast die Version 8.1.6 und Wildfly Swarm in der Version 2017.11. Wie gerade in der Dokumentation gesehen, gehen wir einmal über das Dependency Management und definieren einmal die Version von Wildfly und holen uns die Versionsdefinition von Vadin. Was wir sonst noch benötigen hier, in diesem Projekt ist eigentlich nicht mehr so viel. Wir gehen einmal davon aus, dass wir eben das Servlet API haben. Das setzen wir auf Provided, weil ich davon ausgehe, dass der Servlet Container oder was auch immer wir verwenden werden, dieses bereitstellt. Wir benutzen von Wildfly Swarm ausschließlich den Servlet Container, also hier den Undertow. Und für Vadin holen wir uns die Serverkomponente. Wir nehmen die definierten Themes. Wir werden kein eigenes hier erstellen. Und das Widget-Set nehmen wir auch.
das, was man hier schon vorkompiliert nehmen kann, auch das werden wir hier nicht machen, da wir keinerlei Anpassung haben. In diesem Beispiel werde ich noch JUnit 4 verwenden. In späteren Teilen werden wir sehen, wo die Unterschiede zu 5 liegen und wie man 5 einbaut in die Tests. Und wie auch schon erwähnt, werden wir mit OK-HTTP einen Test gegen ein Servlet schreiben. Wenn man jetzt das Ganze bauen möchte, einmal ganz normal über das WAR-Plugin, um ein Deployment als WAR vorzunehmen. Wie in der Dokumentation gesehen, kann man sich auch ein bisschen Service mit dem Wildfly-Swarm holen, indem man auch das entsprechende Plugin hier sich holt. Und je nachdem, ob man jetzt einen Proxy intern verwendet oder nicht, habe ich einfach nochmal das Repository von JBoss hinzugefügt, sodass man auf jeden Fall den Zugriff auf die jeweiligen Versionen hat. Gut, dann können wir jetzt anfangen und uns den Quelltext anschauen. Nachdem wir also in Maven alles Notwendige definiert haben, werden wir jetzt als erstes uns ansehen, wie dieser ganze Lebenszyklus mit dem Wildfly-Swarm und einem normalen oder einfachen Servlet so abläuft. Dazu habe ich ein Servlet hier implementiert. Es ist einfach nur das HTTP-Servlet Extends. Und dort sagen wir, dass es ein Web-Servlet ist und dass es auf alles, was Hello World ist, oder was darunter ist, an Anfragepfaden beantworten soll. Das Einzige, was hier passiert ist, dass auf den Response ein Hello World geschrieben wird. Dazu schreiben wir einen korrespondierenden Test. Und dort kann man sehr schön sehen, wie die einzelnen Phasen sind oder was die einzelnen Phasen sind, die man mit einem Wildfly-Swarm dann durchläuft. Um mit dem zu arbeiten, kann man sich schlicht und ergreifend eine Instanz erzeugen per Default-Konstruktor. Man startet alles und deployt dann die jeweiligen Komponenten hinein. In diesem Fall ist es einfach nur ein Servlet, das sich im ClassPath befindet. Und wenn der Test vorüber ist, dann wird der Swarm gestoppt. Der Test an sich ist sehr einfach. Wir sagen localhost auf Port 8080, das ist der Port, der standardmäßig von Wildfly-Swarm genommen wird für den Servlet-Container. Dort sagen wir bitte eine Anfrage an Hello World stellen. Das ist genau das, was wir hier in dem Servlet definiert haben, Hello World. Und dann wird der Client erzeugt, es wird der Call abgesetzt, es wird geprüft, ob es einen Response gab und dann wird dort der Inhalt der Nachricht herausgeholt. Auch da wird wieder geprüft, ob er vorhanden ist. Wir schreiben ihn hier einfach mal auf die Kommandozahl raus, damit wir gleich in den Logfiles was sehen. Und zum Schluss wird auch noch überprüft, ob das Hello World, was wir uns so vorstellen, denn auch wirklich zurückgekommen ist. Jetzt beginne ich also mit Maven, mit einem Clean Install, das Ganze erstmal zu übersetzen. Wir schauen uns mal an, wie lange das so dauert und was so passiert. So, jetzt startet der Wildfly und jetzt fährt er auch wieder runter. Also ist erstmal alles erfolgreich verlaufen, das heißt, der Test selber ist hier durchgeführt worden, das hat funktioniert. Wir suchen jetzt einmal, ob wir irgendwo Body gleich finden in dieser Log-Nachricht und siehe da, ja, der Test ist auch wirklich gelaufen und alles, was davor ist, ist das Starten des Wildfly. Man sieht also hier von 17.25.2 bis 17.25.7 hat der Start gedauert. Dort sehen wir auch, der Port 8080 wird verwendet. Es wurde ein WAR erzeugt, was eine für uns Mensch erstmal nicht ganz so logische Namensgebung hier erfahren hat. Das Ganze wird dann eben auch deployed und nachdem der Test gelaufen ist, fahren wir von dieser Zeitmarke hier den Wildfly Swarm wieder herunter. Alles zusammen hat ungefähr 13 Sekunden fast gedauert. Das ist natürlich schon einiges an Zeit. In einer der nächsten Teile werden wir uns anschauen, wie man diese Zeiten drastisch reduzieren kann, so damit dieser Clean Compile oder Übersetzungs- und Testzyklus möglichst schnell für den Entwickler ist. Hiermit waren wir jetzt in der Lage, ja, den Ablauf uns
genau anzusehen oder wir sind jetzt in der Lage, diesen uns genau anzuschauen. Also ich könnte jetzt hier einen Breakpoint setzen und sagen, okay, starte bis hierhin, ich gucke mal, was alles da ist, was alles geladen ist und so weiter. Das ist die einfachste Form. Wir haben deswegen ein Servlet hier verwendet, weil Vadin selber auch mit einem Servlet dann realisiert und gestartet wird auf der Serverseite. Und das werden wir uns jetzt gleich als nächstes anschauen. Kommen wir nun zu dem Servlet, das wir für Vadin vorgesehen haben. Hier ist es auch so, dass wir ein Servlet an sich implementieren, nur diesmal nehmen wir nicht das HTTP-Servlet, sondern wir nehmen das Vadin-Servlet. Es gibt uns schon einiges drumherum, was wir später für die Vadin-Applikation benötigen und ist der einfachste und direkteste Weg, um hier zum Ziel zu kommen. Wir nennen es einfach My Project Servlet, das kann natürlich später genannt werden, wie es will. Wir sagen, das Web-Servlet reagiert auf alles, was hier unter Root uns zu, an Anfragen entgegenkommt. Wir konfigurieren das Vadin-Servlet selber in der Form, als dass wir sagen, bitte nicht den Production-Mode aktivieren, sodass wir mehr Logging-Informationen und mehr Debug-Informationen erhalten. Wichtig an der Stelle ist auf jeden Fall, dass wir diese UI hier binden mit einer Klasse, also das Servlet mit einer UI-Klasse verbinden. Das hat folgenden Grund. Der erste Request kommt rein, dann wird diese Klasse hier instanziiert, passend zu diesem Request gehalten und von dort aus geht dann alles los, was wir so brauchen. Schauen wir uns die MyUI-Klasse einmal an. Diese Klasse selber ist abgeleitet oder sie erweitert die Klasse UI. Auch dies ist eine Vadin-Standardkomponente und der Anfang einer Vadin-Applikation. Dort kommt der initiale Request, der Vadin-Request rein. Und hier können wir jetzt anfangen, unsere Komponenten zu definieren. Jetzt sind wir das erste Mal so weit, dass wir Vadin-spezifische Klassen oder Elemente hier direkt verwenden. An der Stelle so, dass wir sagen, wir möchten uns etwas zusammenbauen. Ich habe hier das einmal schematisch dargestellt. Wir wollen also einen Browser haben. Dort soll es einen Button geben, den ich anklicken kann. Und dann sollen Nachrichten mit jedem Klick nach unten hin entstehen. Wenn man also so eine Vorlage hat, kann man sich jetzt überlegen, wie man hier an der Stelle das abbildet. Das Anordnen von oben nach unten erreichen wir durch die Verwendung eines Vertical Layouts. Ein Button ist ein Button, relativ einfach, und hier können wir auch gleich die Beschriftung mit angeben. An der Stelle ist natürlich noch nicht vorgesehen, dass das dann irgendwann mit I18N auf Englisch, Deutsch, Italienisch oder was auch immer übersetzt werden kann. Wir haben das jetzt erstmal einfach nur so in Anwendung Startschein eingeschrieben. Dieser Button wird der Layout-Komponente hinzugefügt. Und jetzt werden sich sicherlich einige an Swing oder JavaFX erinnern. Und ja, das ist sehr ähnlich, das Prinzip. Und das API von Vadin ist schon über viele, viele Jahre recht stabil in den Grundzügen. Möchte ich diesem Button jetzt Leben einhauchen, so kann ich hier ein Click-Listener hinzufügen. Dadurch, dass das alles Functional Interfaces sind, kann ich natürlich auch hervorragend Lambda-Syntax verwenden. Für den, der das meinetwegen noch nicht machen möchte, kann natürlich auch ganz klassisch vorgehen. Was wir hier an dieser Stelle machen, wir erzeugen ein weiteres Element, schreiben dort hinein, was auch immer dort hineingeschrieben werden soll und fügen dann nachträglich dem Layout diese Komponente auch hinzu. Was wir also jetzt erreicht haben, ist, dass wir sehen, wir können einmal mit ganz normalen Klassen oder Instanzen von diesen Klassen arbeiten, so wie wir das aus dem JDK gewohnt sind oder mit Java gewohnt sind. Wir können Funktionen, die wir implementieren wollen oder abbilden wollen, auch ganz normal in Java formulieren. Und wir sind in der Lage, bestehende Instanzen auch im Nachhinein zu manipulieren. Das heißt hinzufügen, modifizieren, man kann sie auch hinwegnehmen. Damit jetzt nun bekannt ist, was jetzt die Root-Komponente ist oder die erste oder die äußerste grafische Komponente, gibt es eben die Methode setContent, sodass ich jetzt sage, also du, Vertical Layout, bist die Root-Komponente hier von meiner grafischen Darstellung. Das Ganze werden wir jetzt gleich übersetzen und dann uns mal anschauen, wie wir das Ganze uns anschauen können. Um die Anwendung jetzt zu sehen,
müssen wir natürlich den Surflow-Container starten. Das kann ich einmal über das Whitefly Swarm Plugin machen. Dort führe ich das Target Run aus. In diesem Fall habe ich explizit das Durchführen der Tests deaktiviert. In IntelliJ kann man das hier oben sehr einfach sehen, indem ich gesagt habe, Skip All Tests. Auf der Kommandozeile kann man das natürlich auch machen. Es wird also jetzt alles kompiliert, verpackt und deployed und irgendwann kommt die Meldung, Whitefly Swarm is ready. Nun gehen wir in den Browser, öffnen dort Localhost 8080 und sehen dort den von uns erzeugten Button mit der Aufschrift Click Me. Was ich jetzt erwarte, wenn ich draufklicke, ist ja, dass ich ein Label hinzugefügt bekomme mit Clicked Again. Und siehe da, es funktioniert. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen zu starten. Die eine war eben hier über das Maven-Plugin. Ich habe die Anwendung jetzt einfach gestoppt. Allerdings kann man natürlich auch die Main-Methode in der Klasse Swarm aufrufen. Das kann ich in der IDE deiner Wahl halt definieren. Und dementsprechend wäre es Org, Whitefly, Swarm, Swarm. Diese Klasse wird einfach angegeben. Darin befindet sich dann eine Main-Methode. Schauen wir mal hier. Und diese Main-Methode macht genau das, was wir vorher auch in dem JUnit-Test gemacht haben, mit der Ausnahme, dass hier noch zusätzlich ein Parameter ausgewertet wird. Es wird eben eine Instanz Swarm erzeugt. Diese wird gestartet und dann wird deployed. Genau dasselbe hatten wir in dem Test auch gemacht. Ich zeige das nochmal zur Wiederholung. Swarm wird erzeugt, die Instanz. Hier wird sie erzeugt, es wird gestartet und es wird deployed. Dann probieren wir das jetzt mal aus. Wir starten die Anwendung. Die IDE schaut nach, ob noch etwas zu kompilieren ist, was hier in diesem Fall nicht ist. Die Main-Methode wird gestartet wie gehabt. So, hier sehen wir schon, ist das WR, das deployed wird. Und hier ist auf dem Root-Kontext schon was passiert. Und die Meldung kommt deployed. Wir machen einen Reload. Und siehe da, der Button ist wieder da und funktioniert so, wie wir uns das vorstellen. Ich kann also jetzt hingehen und das Ganze über die Main-Methode starten. Und damit ist es sehr einfach, diese Anwendung ebenfalls in einem Debugger zu starten oder zum Beispiel in einem Profiler. Damit haben wir die Anwendung gestartet. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dies zu starten und sind jetzt in der Lage, die IDE mit all ihren Feinheiten bei der Entwicklung auszuschöpfen. Fassen wir zum Ende noch einmal kurz zusammen. Wir haben heute eine erste Anwendung geschrieben, basierend auf dem Undertow als Servlet-Container und einer ersten Implementierung, die uns ein Hello World auf einen Request hin zurückliefert. Dazu passend haben wir einen JUnit-Test geschrieben, der vor jedem Test den Servlet-Container startet, den Request durchführt und den Servlet-Container wieder stoppt. Damit haben wir die Basisinfrastruktur, um mit einer Vardin-Anwendung zu beginnen. Hierzu wurde von dem Vardin Servlet abgeleitet und per Annotation eine UI mit dem Namen MyUI verknüpft. Die Quelltexte zu diesem Screencast befinden sich unter der Adresse bit.ly/vardin-001. In dem nächsten Screencast werden wir uns ansehen, wie wir den Start von dem verwendeten Servlet-Container beschleunigen können und wie der erste Test für die Vardin UI mittels Selenium geschrieben wird. Ich bedanke mich an der Stelle für das Ansehen des Videos, hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich über eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Screencast. Tschüss und auf Wiedersehen.